Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Ich schaue gleich zu Beginn mal eben, ob alles läuft und jawohl, sieht gut aus, ist das Mikro an, das Mikro ist an. Und wir befinden uns hier in dem Kerker, Gefängnis, was auch immer. Hier ist, wer kennt ihn? Wer kennt es? Das Schaf, mit Bild davon sogar. Hier in seiner Zelle. Na, was könnte das für eine Anspielung sein? Kann sein, dass ich das in der letzten Aufnahme schon verraten habe, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier ist eigentlich, hier könnte es eigentlich zu hell sein, aber das lasse ich jetzt. Und jetzt wollte ich ja, glaube ich, noch schauen, ob ich denn irgendwo, von hier irgendwo, von hier. Das ist natürlich doof, da sieht man ja die Zellen gar nicht. Oder ob man hier alle oder hier auswählen kann, ob man welche Zelle man öffnen will. Zelle 1, Zelle 2 oder Zelle 3. 1, 2, 3. Oder alle. Alle oder keine. Ich meine, die letzte kann man sowieso nicht öffnen, die ist halt verschlossen. Also mache ich das jetzt hier mit den Zellen oder mache ich es nicht? Ist jetzt echt eine ganz gute Frage eigentlich, weil darunter ist halt Höhle. Und ich müsste hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen die Höhle verkleinern, damit ich da nicht abstürze. Sollte ich mich denn dazu entscheiden, hier gleich Redstone zu setzen? Zudem müsste ich natürlich hier wahrscheinlich das alles ein bisschen heller machen. Und ich weiß gar nicht, ob das denn wirklich alles so wirklich, wirklich notwendig ist, weil, naja, also muss das sein? Ich sag's mal so, ich mache das diesmal jetzt ausnahmsweise und ich glaube auch primär, also erstmal nicht premieremäßig jetzt so, dass ich sage, okay, wenn ihr Wert drauf legt, dass man die Türen öffnen kann, dann soll das wohl so sein. Und dann will ich mich mal bemühen, dass man das auch kann. Und ansonsten lasse ich das nämlich so, wie es ist, und man kann die Zellen nicht öffnen. Hallo Hannibal. Na, Herr Lecter? Guten Tag auch. So, alles klar. Alles klar, alles klar. So. Das ist in Ordnung hier. Hier fehlt natürlich jetzt noch ein bisschen Einrichtungsgegenstand. Draußen regnet es. Das finde ich doof. Toggle Downfall ist der richtige Befehl dafür. Richtig geschrieben sogar. Das ist auch dunkel. Timeset 0. So, hier muss natürlich für den ehrenwerten Wärter, Gefängnisaufsehwärter, Person, muss da irgendwie, muss hier ja, muss hier mit Fluchttür nach außen, ne? Hier, der darf ja raus und da muss natürlich auch erstmal ein Bettchen rein. Ich mache das jetzt mal hier ganz gemütlich, weil in dieser Aufnahme will ich eigentlich nichts weitermachen als diese Dingens hier, das Gefängnis fertig machen. Und das heißt, ich kann mir hier wirklich, wirklich Zeit lassen. Kann mir aber noch erstmal eben einen kurzen Schluck trunken, trunken, trunken. So. Dann braucht er hier natürlich auch noch ein bisschen Mobiliar. Werkbänke braucht man eigentlich nicht im Schlafzimmer, aber in der Kiste auf jeden Fall immer. Vielleicht ein bisschen Musik, vielleicht das ein oder andere Bildchen, Wasser auch eigentlich ja immer irgendwie. Ich glaube, ein Ofen wäre auch ganz nett. Öfen sind bei den hier bei denen. So, und Bücherregal. Ja, Bücherregal soll der gute Mann auch mal haben. Und das machen wir mal hier auch ganz gemütlich. Der hat ja hier nicht so viel Platz, da müssen wir ein bisschen platzsparend agieren. Hier kommt ein klitzekleines Bildchen hin von der Freiheit. Ja, was schön Romantisches. Oder aber das Bild von seinem Lieblingsgefangenen, das finde ich gut. Und dann machen wir da noch ein Schwein hin. Nein, machen wir nicht. Ein paar dumme Kühe. Und vielleicht einen Hund. Habe ich einen Hund in der Größe? Ich weiß das gar nicht mehr.
Habe ich einen Hund in der Größe? Habe ich einen Hund? Ich habe einen Hund. Fido, Fido, der Hund. So, hier ein großes Bild. Ach nee, die großen macht er ja nach wie vor nicht. Vielleicht noch ein Poster übers Bett. New York. Na, das ist so schon okay. Hier kann dann unter Umständen dieses Ding hin. Nee, das habe ich ja schon. Dann kann da mal eine Kiste hin. Da kann ich natürlich nichts mehr, keine Fackel drüber machen, aber das macht auch nichts. Dann kommt da halt noch eine hin. Oder da. Oder da. Und da. Nein, nein, nein. Eine Kiste ist immer gut, wobei ich die Fackel eigentlich lieber neben das Bett gesetzt hätte, aber dann müsste ich da ein Bücherregal hinmachen. Vielleicht machen wir die auch anders. Vielleicht machen wir die auch dahin. So legt er sich die Bücher halt zum Schlafen nicht unter das Kopfkissen, sondern irgendwo anders hin. So, dann kommt die Fackel nämlich doch neben das Bett da unten. Da ist sie gut aufgehoben. Jetzt brauche ich nochmal eben hier das bisschen für die Bilder. Da kommt jetzt der Lieblingsgefangene hin. Ganz definitiv. Das Bild hängt zwar unten schon, aber na gut, Fido drängt sich natürlich auch ein bisschen auf. Fido, Fido. Nein, ich will hier genau den größten. Ne, da hatten wir vorhin die Kühe, ne? Dann wollen wir die jetzt auch haben. So. Wobei rahmenfarbig, muss ich sagen. Noch was Silbernes, ja. So ist das schon okay. Da oben fehlt im Prinzip noch was. Oder machen wir es doch so. Ja, so finde ich das, glaube ich, ganz okay. Wasserbottich braucht er natürlich auch. Den stellen wir mal hier. Stellen wir mal direkt vors Bett hier. So, vielleicht. Oder dahin. Das ist immer nur eine Schwere. Oder direkt vors Fenster bei der Morgentoilette. So, da. Morgentoilette nennt man auch, wenn man sich wäscht, falls der eine oder andere das nicht weiß. Das ist jetzt nicht so, dass der da unbedingt jetzt hinpinkeln muss. Aber das ist auch doof. Vielleicht lasse ich den Wassereimer auch weg und der kommt mehr. Der kommt dann einfach hier hin oder so. So, nee, da nicht. Da. Da kommt er hin. So, zack, Wasser. Und ja, ein kleiner Ofen ist vielleicht ganz nett. Und boah. Ja. Tisch braucht er eigentlich auch noch irgendwie. Ich nehme mal meinen Standardtisch hier, Fackel, Pisten und dann nehme ich mal Stühle und zwar hier die gemütlichen hellen Holzstühle. Die sind gut. Die sind immer gut. Dene, mene, mu und weg bist. Du. Oh oh, komme ich da schon durch? Nein, gut. Oh, Gott sei Dank, das hätte mir jetzt auch noch wieder gefehlt. So, und dann kann der nämlich schön da darf er sitzen. So, zack. Ja, es ist halt nicht so, für Gäste ist hier jetzt kein so richtig großer Platz, wobei ich könnte da noch einen Gast hinsetzen, aber dann zu eng, ne? Und da vielleicht. Ja, okay, das geht. Dann kriegt er ja auch noch eine kleine Pflanze rein. Die mache ich aber mal eben auf einem Holzregal. Gehen wir mal wieder Half-Slaps, 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 Half-Slaps. Ich nehme mal die billigen Eichenteile. So, da vielleicht hin. Sieht auch bescheuert aus, ne? Vielleicht doch kein Besuch. Und Blümchen, ein Blümchen, ein Blümchen, vielleicht einen wunderschönen Kaktus. Einen kleinen Kaktus. Ja, bitte, das ist doch schick. So. Dann den hätte ich aber gerne nochmal. Und da hätte ich gerne jetzt die Küche. So ist das doch gut. Okay. Klein, aber fein. So lässt es sich gut leben, wenn man dann anspruchslos ist. Und da kann im Prinzip noch ein Bildchen hin. Wir wollen es nicht übertreiben hier mit dem Bild von dem Hannibal-Schaf.
Hannibal Lecter, ich sage es lieber dazu, nicht, dass es hier zu Verwechslungen kommt. Schmilzt der? Nein. Da habe ich ja tatsächlich überlegt, ob ich denn das überhaupt mache, diese Idee umzusetzen, weil das kann ja irgendwie auch komisch aufgefasst werden und da war ich mir nicht ganz so sicher, machen oder nicht machen, aber ich dachte mir, hey, hallo, Name selbst ausgesucht, kann ich auch nichts für, deswegen will ich mir hier nicht meine Ideen vermiesen lassen und ich glaube auch, dass das niemanden stört und auch, dass sich da wirklich niemand dran stört und dass das schon alles so in Ordnung ist. Hoffe ich und ich werde es aber auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr ändern, ne? So, irgendwas wollte ich gerade noch. Ich wollte hier doch noch so eine Werkbank hinhämmern. Eine Werkbank hier hin. Sieht natürlich immer ein bisschen blöde aus, so. Ja. Habe ich hier meinen, da habe ich meinen Standardtisch. Kann ich eigentlich auf diesen Standardtisch, kann ich da eigentlich auch so, ich wollte eigentlich den Blumentopf haben. Einen Blumentopf gewinnen wollte ich eigentlich. Kann ich auf diesen Standardtisch eigentlich auch was draufstellen? Nee, deswegen, gut, dann muss ich ja die nehmen. Dann will ich die wohl nochmal nehmen. Nein, da. Ja, das war... Eigentlich sollte das die gleiche Farbe haben. Da muss ich wohl noch mal eben dran arbeiten irgendwann. Hatte ich, glaube ich, auch schon. Ich glaube, das hatte ich schon angepasst. Naja, gut. Ist hier noch nicht mit übernommen. Das sieht mir ein bisschen zu durcheinander aus. Tja, weit jetzt auch nicht. So, machen wir den mal weg. Den. Packen wir den mal dahin. So, da haben wir schon mal einen weniger. Och, die Werkbank hätte ich mir ja markieren können, ne? Wäre ja eigentlich auch nicht so schlecht gewesen. Drehen die eigentlich sich alle immer gleich? Ja, ich hätte gern die Seite gesehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dann muss ich nur den Ofen auch nochmal drehen. So, wie habe ich eigentlich den Pisten von oben? Das ist Holz, ne? Aber, wie habe ich denn den Pisten von unten? So, jetzt müsste ich ja mal ausprobieren, ob ich denn so einen Pisten mal andersrum hier setzen kann. Ein Pisten. Eben gucken. Ja, das ist genau so, wie es sein soll. Zack, tick, tick. Und zack, tick, tick. So, okay. Dann haben wir nämlich hier auch überall diese Kante. Sieht ein bisschen komisch aus, hat aber eine Holzleiste, so eine Fußleiste. Den Blumentopf kann ich ja nicht. Kann ich den denn da jetzt vielleicht auf den Pisten setzen? Vielleicht unter Umständen gegebenenfalls. Auch nicht auf den Pisten. Auf die Werkbank natürlich sowieso nicht. Auf den Ofen natürlich auch nicht. Auf das Regal natürlich auch nicht. Tja, dann mache ich doch mal... Oh, 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 das wollte ich nicht. Ja, ich wollte ja hier eigentlich die Küche ein bisschen verschönern. Und zu einer schicken Küche gehört auch eine Dunstabzugshaube. Die kriegt er hier. Der hat zwar keinen Schornstein und der ganze Rauch findet sich dann irgendwo hier drin wieder, höchstwahrscheinlich. Und das ist egal, der kriegt ja jetzt eine Dunstabzugshaube. Eine Dunstabzugshaube aus Metall sogar. Und, das habe ich mit Kabel gemacht, okay. So, das ist die Dunstabzugshaube. Das ist die Küche quasi, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen blöde für so einen Sheriff. Hier so mitten im Büro, aber naja gut, wir haben halt hier nicht so viel, dann Platz irgendwie. Und hier gibt es noch eine Bank, eine gemütliche zum Warten. Ich glaube, da habe ich die helle genommen und für Bänke braucht man ja auch Schildbürger. So, bitte, danke, bitte. So, da können die Leute ein bisschen warten, wenn sie denn, bevor sie unten verrotten müssen. So, hier, irgendwo hier, dachte ich mir, mache ich mal so ein... Dann kann er hier nämlich noch in aller Ruhe... Ja, ich könnte natürlich auch hier überall... dieses Dingens hier machen, den Pisten.
So, nämlich. So mehr Pistons brauche ich wohl nicht. Und auch hier lege ich Wert darauf. So ist gut, glaube ich. Hier machen wir so einen Durchgangsteil hin. Oder machen wir den nach da oben? Ne, den machen wir nach da. So. So, hier ist Sheriffs Reich. Hier ist Sheriffs Reich. Das müssen wir noch ein bisschen beleuchten hier, Sheriffs Reich. Habe ich einen Zaun? Einen Zaun. So, Sheriffs Reich hier. Ach so, die habe ich alle. Machen wir das auch mal anders hier mit Zäunen. Zack, zack. So, Sheriffs Reich hier muss ja auch schön aussehen, ne? Muss ja auch ein bisschen, ne? Muss ja ein bisschen schön aussehen auch, ne? So, machen wir da noch einen hin. Ne, da kommt keiner hin. Kriegen wir hier deckentechnisch? Ach, ich hätte ja hier auch noch nach oben können. Das hatte ich mir noch extra überlegt, damit er ein bisschen mehr Platz hat, ne? Habe ich vergessen. Kann ich ja vielleicht noch irgendwie machen. Kann ich ja vielleicht noch irgendwie machen. Ich habe ja hier noch ein bisschen Zeit. Timeset 0, bevor die ganzen Siedler sich hier alle so kaputt erschrecken. Und ich muss, glaube ich, dringend mal den aktuellen Snapshot einspielen. Wegen der Bilder. Weil das finde ich irgendwie ein bisschen. Aber, hahaha, wir können ja auch. Ha, als hätte ich das. Wir können ja auch mal hier so ein paar tolle Sachen wie eine Rüstung oder so da reinpacken. Ich denke mal, wenn man hier so 1, 2, 3, wenn man das mal so macht, dann ist das ja schon fast moderne Kunst. Die Beine lasse ich mal weg. Ne, die Beine nehme ich jetzt dahin. So, Beine. Und dann kriegt er nämlich noch ein Schwert in seine linke Hand. Zack. Das ist doch schon fast Kunst, oder? Ich finde das gut. Ja, passt auch für eine Sheriffsbude, finde ich, passt das ausgezeichnet gut. Den Zaun geben wir nochmal eben. Hallo, gib mir mal den Zaun. Ach, bei Items macht er das ja nicht. So, da müssen ja noch, gibt's mir auch nochmal dann eben die Fackel. Ach, bei Items macht er das ja nicht. So, Fackel. Fackel, 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 Fackel. So sollte es hell genug sein. Das würde ich sagen, ist für das Sheriffsbüro erstmal genug. Hier sitzen die Leute. Zack, zack. Dann geht's hier runter. Zack, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Das muss ja wohl mal weg hier. Da muss ich nochmal mit den Fackeln gucken, wie ich das mache. Ich würde sagen, ungefähr so kann man das mal tun und dann macht man. So kann es auch bleiben und hallo Mäh. Hallo Mäh. Ja, mir wird ein bisschen anders, wenn ich mir das Schaf so angucke. Ich glaube, das ist echt brutal. Das brutale Schaf. Oh. Ich glaube, das ist nicht gut, so ein Schaf hier. Tja, hier hätte ich ja eigentlich nach oben gekonnt, aber ich hab's einfach vergessen. Hier, aber hier kann ich sowieso nur in der Mitte gehen, also von daher ist das völliger Blödsinn und Idiotie, dann nur in der Mitte so einen Streifen lang gehen zu können, ist Blödsinn. Das lassen wir, damit erkläre ich also, ich glaube hier. Ach so, die müssen ja noch. Oh, wie hieß denn der? Mache ich hier noch Namensschilder dran? Über die Tür, so da, da. Und da vielleicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich glaube nicht. Aber die Zellen könnte man nummerieren, oder? Ach was. Ja, wie gesagt, ob da dann, also wenn Zellen aufgehen sollen, dann wären das ja auch nur diese und diese. Hier wüsste ich nicht wie, da müsste ich mit Pistons diese Sachen nach unten ziehen und dann müsste ich hier auch noch eine Durchreiche machen. Ich glaube, das mache ich auch. In dem Film war auch eine Durchreiche. Da mache ich eine Durchreiche. Oder ich arbeite hier sowieso mit Blöcken. Vielleicht arbeite ich einfach hier mit Blöcken. Das probiere ich nochmal kurz aus.
Und dann kann man die Durchreiche nämlich auch etwas kleiner gestalten. Lalalalalalala. Allerdings ist es so, dass auch hier dann so Querstreben. Aber ich glaube, das macht nichts. Jetzt, ich hoffe, das Schaf kann da nicht durch. Nee, da ist ja quasi über den Zaun kommt es ja nicht rüber, ne? Nein. Kann man über so einen Zaun drüber springen? Kann ich über so einen Zaun drüber springen? Ja. Okay, dann hoffe ich einfach, dass eins zu wenig ist. Sonst habe ich hier den nächsten Schaflauf. Aber eigentlich ist das Schaf größer. Hier könnte man höchstens mit Pistons das hier nach unten ziehen. Aber dann würde man die Pistons sofort sehen, was auch doof aussehe. Man könnte natürlich probieren. Ich habe heute gesehen, dass das geht, zumindest in irgendwelchen Versionen. Man könnte natürlich probieren, aber das Schild sieht da doof aus, irgendwie muss ich gestehen. Ich hätte sonst gesagt, man probiert einfach, ob man das von oben runter drückt, weil, aber da ist ja auch nicht so viel Platz. Da ist ja die Wohnung des Sheriffs, beziehungsweise hier ist wahrscheinlich das draußen oder die Mauer. Also mir fällt spontan nicht ein, wie ich das hier im Fall der Fälle geöffnet bekomme. Bin da natürlich für Lösungsansätze, da wäre ich durchaus bereit, mal zu gucken, ob man das, ob ich sowas umsetzen könnte. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also wenn die Schaltungen zu kompliziert werden, dann kann ich das nicht mehr. Und ja, was soll ich sagen? Also ich würde dann mal gucken, ob man das umsetzen kann, wenn jemand von euch einfällt, wie man diese Zelle hier vernünftigerweise aufkriegt, ohne dass da die anderen Räume in Mitleidenschaft gezogen werden. Also aus meiner Sicht geht es nur dann, wenn man das hier nach unten zieht, aber dann sieht man hier Pistons. Und das finde ich persönlich eigentlich eher nicht so schön, zumal es ja auch noch die Sticky Pistons sind. Das muss nicht sein. Und deswegen denke ich, ist es unschädlich, wenn man hier Hannibal Lecters Zelle einfach auch mal so lässt, wie sie ist. Sie kommt ja nicht raus. Und dann könnte man höchstens, wenn ihr das wollt, würde ich mich dann mal da hinsetzen und hier zwei Hebel irgendwo hinbauen, die dann diese Zellen öffnen. Ja. Okay. Das fand ich noch doof. Da will ich nochmal eben. Ah, bei Items geht das nicht. Nein. So, nein. So, nein. So. So, 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 so. Warum setzt er den nicht? Tss, so. Ja, ich glaube, auch diese Wand mache ich dann mal komplett so. Das gefällt mir dann etwas besser. Das hier auch. So, habe ich jetzt alles, was ich da irgendwie als störend empfand. Ja, ich glaube, so ist gut. Okay, Gefängnis, Kerker, To-Do-Liste. Fertig, abgehakt, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Hier könnte natürlich noch, fällt mir gerade noch irgendwie ein passender Name ein. Ja, jetzt muss ich dafür aber mal eben mein Telefon bemühen, weil ich muss mal ganz kurz nebenbei was googeln. Ich meine, wo wir da schon gerade bei so Sachen sind, da muss ich doch mal eben kurz was schauen. So, Telefon ist an. Und jetzt hoffe ich, ich glaube auch, dass ich genau weiß, was ich hier suche. Und ich hoffe, dass das so richtig ist. Nee, dann muss ich wohl nach was anderem suchen. Augenblick. Ja, so ist das, wenn man des Englischen nicht mächtig ist und sich einfach nicht vorher nicht vorbereitet. So, jetzt habe ich den richtigen Artikel. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ich glaube, es war aus den Siebzigern und es gab eine Neuverfilmung. Ah, okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das heißt. Da ist noch ein Tippfehler drin.
So sollte es richtig sein. Ich werde das jetzt nicht aussprechen. Ich werde es nicht aussprechen. Ich sag mal aber einfach jetzt hier, das war jetzt hier. Ach nee, da kann ich auch noch ein bisschen hier. Bisschen Kies hier mal. Kies ist ja immer auch gar nicht so schlecht, wenn man den hat. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann hier den Weg nochmal vernünftig machen. Im Moment noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir ja vielleicht noch einen Weg zu so einem, öffentlichen Platz irgendwie mal bauen, wo dann die Leute, die denn hier was verbrochen haben, quasi ihre Strafe abbüßen. Ich denke mal da noch hin. So, mal gucken. Ja, von oben geht's. Von hier auch. Precinct. Jetzt muss ich aber doch noch mal eben kurz. Wozu haben wir das denn? Es gibt doch irgendwie von Google auch so ein Übersetzungsprogramm. Google. Muss ich da wieder gucken, wie es heißt. Precinct. Los geht's. Hab jetzt nichts gehört. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Telefon zu leise eingestellt habe. So, sprich mal. Precinct. Okay, und was heißt das auf Deutsch? Nee, da soll man die Aussprache auf Englisch sagen. Fußgängerzone? Das heißt, tatsächlich heißt es unter anderem auch Fußgängerzone. Das ist ja witzig. Bezirk, Revier, Polizeirevier. Ja, Polizeirevier ist doch richtig, ist doch gut, ist doch völlig in Ordnung. Polizeirevier. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie man es ausspricht. Aber egal, vielleicht ist da der Google-Übersetzer auch nicht das wahre, das Maß der Dinge. Ja, was soll ich sagen? Ich guck mal einmal, wie lange ich den jetzt aufgenommen habe. Jetzt viel gucken, ne? Heute. Das sind jetzt ungefähr gleich 30 Minuten. Das reicht für eine Folge. Mehr sollen es dann auch nicht werden. Und das ist dann auch genug. Ich werde noch hier drei Fackeln noch auf der anderen Seite jetzt auch noch zwei Fackeln hinpflanzen. Hinpflanzen hier, hinpflanz dich dahin, du Fackel. Oh. So, und damit wäre Prekind 13, Precinct, Polizeirevier, hier im Großstadtrevier, wäre fertig. So, damit verabschiede ich mich. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Es steht noch nicht ganz fest, was dann demnächst gebaut wird. In Folge 100 will ich mal eine Führung durchs Schloss machen oder aber die Pyramide mal in Angriff nehmen, aber da, wie gesagt, sind noch zwei kleine Fehler, die müssten erst noch, muss ich da irgendwie, die müssten noch behoben werden. Ja, genau, also, dann macht's gut und bis bald, euer Herr Sommer und schönen Gruß vom Märchen, richtig mal aus, hat sie zwar jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber die hat auch gerade Kopfhörer auf und ich glaube, die daddelt Siedler oder sowas und ja, bis demnächst, tschüss!